Die hebben me gefragt, ob ich habe Interesse, ein bisschen hier helfen. Nicht nur auf dem Platz, auch außen der Platz, auch für Jungs, ein bisschen auch für Verein und für Region. Und ja, diese Region hat mir schon viel gegeben und für mich und für meine Familie wirklich. Ich wollte auch noch immer Fußball spielen und ich habe gesehen, so eine gute Option, Win-Win-Situation für beide und ich habe entschieden. So. Und jetzt bin ich wirklich glücklich und Familie ist glücklich und mich froh, da bin ich wieder auf dem Platz. Bin schon seit 2016 Kollege von mir, er wohnt hier in Emmenbrücke und dann war einfach eine Option, dass wir etwas öffnen, eine Restaurant, eine Bar und dann so ist gestartet und jetzt ist Zufall oder nicht, aber jetzt ich spiele in Emmenbrücke und ja, ist gut für alle und freue mich sehr und ja, ich habe schon mit vielen Fans noch immer Kontakt und sie sind wirklich treue Fans und sie haben gesehen, dass ich habe auch alles immer auf dem Platz für FCL gegeben und auch neben dem Platz und sicher, wenn ich sehe Fans von FC Luzern, das ist so ein anderes Gefühl. Also ich habe zu Luzern angefangen zu shooten. Und zwar im Nachwuchs vom FCL habe ich alle Juniorabteilungen absolviert und dann bin ich ins Eis gekommen als Junge und durfte reinschnuppern, ein paar Einsätze sammeln in der Super League und ja, wertvolle Erfahrungen gesammelt für die Zukunft. Ich habe das letzte Jahr noch beim Iverdonspor gemacht und jetzt komme ich eigentlich wieder zurück in die Zentralschweiz zum FC Emmenbrück und ja, ich bin gespannt auf die neue Saison und heiß drauf. Ja, sicher die Zeit, die wir mit dem FCL hier gespielt haben, im Gersag, wo es immer pumpenvoll war, mit über 8000 Zuschauern und die Emotionen, einfach, die man dort erlebt hat, da vergisst man nie.